Luca, ein 10-jähriger Wallach, der ohne Vorwarnung durchgeht und ständig unter Strom steht. Seine Besitzerin sucht seit 5 Jahren nach Lösungen, um mit ihm besser umgehen zu können. Auch ein schwerer Reitunfall hat sie davon nicht abgebracht. Nun ist ihre letzte Hoffnung Ariane Telgen. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Aber er ist ganz entspannt für seine Verhältnisse, das ist ganz angenehm. Normalerweise ist er immer sehr, sehr hektisch und aufgekratzt. Ja, wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck. Das ist Luca, ein schöner Fuchs, wie Campi und Jack. Und Luca ist 10, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe so ein bisschen im Kontaktformular schon gesehen. Du hast mir ja auch 2, 3 Videos, glaube ich, geschickt über WhatsApp, wo man sieht, dass er so ein bisschen spannig ist. Ja. Aber das kann ja, glaube ich, so wie du erzählst, bringt er doch eigentlich nicht nur Spannigkeit mit, sondern noch andere Sachen. Ja, das waren schöne Videos von ihm. Das waren wirklich schöne Videos von ihm. Also ich habe ihn jetzt knapp 5 Jahre und ich habe ihn schon als schwieriges Pferd gekauft. Also er hatte da schon eine Problematik, dass er gerne mal durchgegangen ist. Okay. Aber wir haben das relativ gut in den Griff bekommen. Mhm. Die Intention war, ihn mal mitzunehmen auf Turnier. Mhm. Ich habe ihn auch auf Turnier vorgestellt, auch das L im Springen. Okay. Aber ich habe festgestellt, er macht das kopftechnisch überhaupt gar nicht mit. Okay. Er ist sofort dann gestresst und er hat das alles liquidiert mit Kopfschlagen. Dann habe ich gedacht, oh Gott, irgendwas ist nicht richtig. Ich habe ihn natürlich erst mal tierärztlich untersuchen lassen, das Sattelzeug noch mal kontrollieren lassen, etc. Und habe ihn dann aus dem Sport komplett rausgenommen und habe gesagt, okay, wenn es nichts für dich ist, wenn es nicht passt, dann ist es so. Ich will ihn auch nicht dazu zwingen. Ich möchte einfach, dass er glücklich ist. Okay. So, und ja, damit fing das Ganze eigentlich an. Wir haben wirklich eine Odyssee hinter uns von bis. Ich glaube, es gibt kein Körperteil von dem Pferd, wo ich keine Röntgenaufnahme von habe. Wir haben 5 Sattler durch. Ich glaube, mittlerweile 7 Sättel. Oh. Und nichts funktioniert wirklich gut. Deswegen ist das Springreiten für mich komplett raus. Ich habe ihn gesprungen, auch nach dem Unfall, einfach um meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Und er hat mich da sicher drüber getragen und ich konnte mich da auch voll auf ihn verlassen. Das macht er auch alles. Aber er hat Momente, wo er beim Reiten so kopflos wird, dass er geht einfach durch und man kann nichts mehr machen. Man hat keine Chance. Er lässt sich auch nicht mehr anhalten. Und ich weiß, es gibt immer so diese Weisheiten, reit in eine Wolte. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und bei diesem Pferd funktioniert einfach gar nichts. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so schlecht, was das Reiten betrifft. Und ich bin auch sehr sattelfest und ich reite gerne so verrückte Pferde. Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo das Reiten Stress ist für uns beide. Oder was auch immer. Am Strick, er ist an der Longe. Es ist mal so, mal so. Da ist er mal total entspannt und dann ist er wieder total hektisch. Am Strick haben wir so Sachen, wenn es so Dinge sind wie verladen zum Beispiel oder in die Longierhalle reingehen, wenn er gerade nicht so motiviert ist, dann steigt er und während er steigt, dreht er sich, damit man keine Chance hat und geht stiften. Okay. Und so ist das Leben aktuell miteinander. Was machst du momentan mit ihm? Also reitest du ihn jetzt trotzdem? Ja, wir reiten ihn, aber das Reiten ist nur in der Halle möglich. Also wir können raus. Auf dem Platz können wir mit ihm gar nicht, weil er sich sofort von irgendwas beeinflussen lässt. Ja. Sei es ein Auto fährt an der Straße lang, weil die wirklich entfernt ist, dann kriegt er Stress, brettert los. Oder es ist ein anderes Pferd, was wird, er kriegt Stress, er brettert los und man hat keine Möglichkeiten. Es ist super schade, weil eigentlich wollen wir, das Ziel ist gar nicht irgendwie mehr Turnierreiten oder irgendwas. Das Ziel ist einfach entspannt
harmonisch reiten können. Das ist das, was wir wollen, nichts anderes. Und selbst wenn es ein Reiten nicht wäre, weil irgendwelche körperlichen Dinge ihn da jetzt beeinflussen, dass es nicht mehr ginge, dann wäre das auch so. Dann wäre es aber schön, wenn wir zumindest entspannt über den Hof führen könnten. Okay. Also ist es gar nicht unbedingt das Reiten, wo es nur Probleme gibt, sondern wenn ich das jetzt mal für mich so ein bisschen aufschlüssele, ist es eigentlich eine Sache von, er übernimmt die Führung, wenn er das möchte und nicht du jetzt als Mensch am anderen Strick, wo er sich, sage ich mal, so anschließt und sagt, okay, wenn sie da hingeht, gehe ich da auch hin. Und wenn sie in den Anhänger geht, gehe ich da auch hin. Sondern dann kommen so... Ja, das ist das Gesamtpaket. Also ich kenne ihn schon, seit er 3 ist. Ja. Und da war er roh. Und er war ein sehr dem Menschen zugewandtes, braves, artiges Pferd. Ich habe miterlebt, wie der angeritten wurde. Und der war ganz artig. Die Bereiterin damals hat den ausgeritten. Und er war das liebste Pferd überhaupt. Und als diese Bereiterin nicht mehr da war, da war er 4-5 Monate unterm Sattel. Da ging eigentlich seine Odyssee, wenn ich es mal so nennen darf, los. Er wurde dann in Schulbetrieb geschickt, ständig wechselnde Reiter, alles junge Mädchen, die selber lernen. Und so ging das eigentlich los. Er ist vom Grundprinzip her ein totaler Kumpeltyp. Okay. Und er will immer gefallen. Immer. Er bemüht sich auch. Alles das, was man mit ihm erarbeitet, will er ja richtig machen. Spricht ja aber eigentlich denn eher für etwas, dass, wenn sowas passiert ist, irgendwo ein Schmerz sitzt. Oder ist das verkehrt? Nein, das ist das, was ich vermute. Also er hält ja auch den Schweif so extrem schief. Das macht er ja auch, wenn er frei läuft. Ich hatte schon zig Osteopathen dran und Akupunktur und Faszientherapie und wirklich alles gemacht, was ging. Und jeder hat gesagt, ja, aber der hat ja Araberanteil, daran liegt das. Hat er nicht. Wenn er jetzt, sage ich mal so, das Ganze nicht mit sich bringen würde, würdest du denn mit freiem Kopf aufs Pferd steigen? Oder wäre es für dich auch eigentlich eher eine Erleichterung, wenn du ein Pferd hättest, was du nicht unbedingt reiten müsstest, wo du andere Sachen Nein, ich würde machst. Den immer oder wieder reitest reiten. Reitest du gerne? Ich reite den gerne. Ja, okay. Ich liebe den abgöttisch und sonst wäre er schon weg. Ja. Also, so viele haben schon gesagt, verkauf ihn und mach. Und er ist ja so qualitativ wirklich gut. Er kann ja springen und er könnte ja auch bis ganz nach oben. Aber zum einen möchte ich nicht, dass er zum Wanderpokal wird. Zum anderen ist er voll meiner. Ja. Und ich glaube, so ganz unglücklich ist er mit mir gar nicht. Nein. Er hat eine relativ große Box und er ist so viel draußen, wie es eben geht. Also wir haben jetzt aktuell sind wir auf einer Paddockzeit von 6 Stunden. Mhm. Täglich? Täglich, ja. Weide darf er leider nicht. Er hat mehrfach Koliken gehabt, wo auch wir wirklich versucht haben, der Ursache auf den Grund zu gehen und haben nichts gefunden. Und das ist immer, wenn man anfängt, ihn anzuweiden, selbst wenn man wirklich minimal mit 5 Minuten Gras anfängt, kriegt der sofort eine Kolik. Mal sind es leichte, mal sind es schlimme. Wenn sie schlimm sind, dann endet das meist mit einem Klinikaufenthalt. Mhm. Magengeschwüre war schon mal ein Verdacht. Er war jetzt auch meiner. Ja, er war eingestellt auf Gastrogat. Das hat keine Änderung ergeben. Okay. Wir hatten ihn auch schon, aktuell steht er auf Stroh, wir hatten ihn auch schon auf Späne. Das hat auch nichts geändert. Eher, dass er angefangen hat, permanent die Box umzugraben, weil ihm das Stroh gefehlt hat, obwohl wir dann natürlich dementsprechend mit mehr Heu gefüttert haben. Ein guter Stall, ne, der das ermöglicht. Wir machen alles selbst. Okay, alles klar. Wir machen alles selbst. Also sämtliches Misten, reinbringen, rausbringen, Kraftfutter besorgen wir selber. Okay. Alles machen wir selbst. Also hat er Heu, er steht auf Stroh. Hafer. Nur Hafer und Mineralfutter. Okay. Kurweise bekommt er nur Quetschhafer oder ganzen Hafer? Ganzen Hafer. Okay. Was wäre denn so dein Wunsch, was ich hier mit ihm machen soll? Also was würde dir denn rauszufinden, Eckdaten rauszufinden, wo vielleicht gesundheitliche Dinge sind? Oder? Ja, das wäre mir sehr wichtig zu wissen, wo zwickt da möglicherweise was. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass was ist. Ja, das, was du beschreibst, passt nicht zu dem, was er tut. Richtig, genau. Ja. Und also da müsste ich mich sehr täuschen. Ich glaube, es ist irgendwas, weil er ist vom Grundprinzip her ist er ein ganz feiner.
Ja, okay. Und auch immer gewesen. Aber er ist, ja, schwierig, halt einfach sehr, sehr schwierig. Also Füchse sind meistens sehr dominant, habe ich festgestellt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Wenn man sie auf seiner Seite hat, ja, sind es aber auch die besten Sportpartner. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber man muss sie gesund halten können. Das ja, richtig. Ist die erste Schwierigkeit. Richtig. Das ist wirklich, ich habe viele Füchse gehabt und es ist seit 25 Jahren, ja, brauchen die auch die doppelte Zeit beim Gelassenheitstraining, beim Erziehungstraining und bei allem. Ja. Gut, dann würde ich ihn durchchecken. Ich würde mir auch, wenn ihr Sattel und alles da habt, das mit natürlich auch anschauen. Dann habt ihr wahrscheinlich denn den achten Sattel. Ja, also wir haben jetzt im März, ja, wurde gerade neu kontrolliert und neu angepasst. Ich habe den Sattel einmal auf ihm geritten und ich habe gedacht, ich sitze auf dem Pulverfass. Ich mochte ihn nicht mal galoppieren, weil er war so bretthart, ja, und er wurde so kurz, der wollte so explodieren und er war so artig trotzdem. Ja. Ich habe mir das Galoppieren geschenkt und habe das Reiten auch schnell, ja, beendet. Und er hat auch offene Talgdrüsen, ja, gerne mal. Das sieht man jetzt auch. Das, wir haben es mit Hyaluron schon unterspritzen lassen. Ja. Hat keine Änderung gegeben. Dann wurde es steckt schon viel drin. Ja, dann wurde uns angeraten, reitet ihn mit Lammfell. Mhm. Das haben wir getan, haben eine Mattes Schabracke geholt, aber, ja, er findet dieses Gefühl, wenn er anfängt zu schwitzen und dieses Lammfell, ja, ihm juckt das ganz furchtbar. Er kann das, okay, überhaupt nicht leiden. Deswegen haben wir uns das dann auch mal geschenkt. Gibt es einen Unterschied im Winter und im Sommer? Er bringt eine ganze Palette mit. Ja, aber es sind halt Eckdaten, die alle so ein bisschen auf das Gleiche hinweisen. Ja. Ne? Und das muss ich noch so ein bisschen gucken, ein bisschen ausprobieren und ein paar Tests machen. Auf mich wirkt er jetzt auch noch aufgedunsen, ja, weil er halt, ich gucke halt immer Vorhand, Mittelhand, Hinterhand. Ja. Hinten ist normal schmal, will ich jetzt mal so, ja, sagen, vorne auch. Und der Bauch ist halt nach unten hin so ein bisschen präsenter. Ja, richtig. Na? Also wir haben auch schon wirklich einige Sachen, ja, jetzt durchprobiert. An der Hinterhand wirklich Muskulatur ranzukriegen, ist, ja, ganz schwer. Nacken, das Genick röntgen lassen, weil wir gedacht haben, ja, ach, vielleicht sitzt da irgendwas. Aber da war auch nichts, weil gekauft hatte ich ihn mit Genickbeulen. Die haben sich, okay, zurückgebildet. Hm. Da haben wir nichts dran gemacht. Das wurde geschallt und es wurde auch kurz überlegt, das zu punktieren. Aber unsere Tierärztin damals hat gesagt, ja, man muss ein bisschen aufpassen. Es kann sich schnell entzünden. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, laden wir einfach mal alles aus. Es gibt heute Abend auf jeden Fall ein Foto, morgen früh auch. Das ist sehr schön, das freut mich. Muss ich mich auf irgendwas einstellen, hauen, schlagen, beißen oder vom Paddock holen, umdrehen? Nein. Und sonstiges? Nein, es sei, also umdrehen und versuchen wegzulaufen möchte ich jetzt nicht komplett, ja, ausschließen. Das kommt auf seine Motivation an. Ich hoffe nicht, aber ich möchte es zumindest einmal gesagt haben. Aber er schlägt nicht, er beißt nicht, okay, er ist wirklich grundauf ehrlich. Gut. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ja, dann bin ich gespannt. Ja. Ja, wir auch. Dann wäre es für dich eigentlich gut, wenn wir was finden, weil dann könntest du beruhigt sein und könntest, ja, an was rangehen. Ja. Einmal keine Besitzerin, die sagt, oh Gott, es wurde was gefunden. Nein, also okay, es wäre schön, wirklich mal etwas zu haben, woran man arbeiten kann. Weil es, ja, sind immer nur so, ja, vielleicht ist es das und vielleicht ist, ja, es das. Und ich habe immer gemacht und habe auch, hier wurde geröntgt, dann, ja, wurde da geguckt und dies gemacht und jenes gemacht. Ja. Also er ist ein Groschengrab, wir sagen immer, er ist ein Groschengrab. Ich habe wirklich alles gemacht und nie kam irgendwas bei rum und wir kamen zu keinem Ergebnis und es hieß dann immer, ja, der ist gaga im Kopf, der ist einfach bescheuert. So macht ich glaube ich aber nicht. Genau, müssen wir einmal die... Hasi, hast du Tränenauge schon wieder, ne? Habt ihr schon mal an Allergie oder sowas gedacht? Ja, es wurden schon Allergietests mit ihm gemacht, aber... Da kam nicht wirklich was bei rum. Er hat
auf eine bestimmte Gräserart ein bisschen reagiert, aber nur minimal. Also er hat aber, wenn es anfängt wärmer zu werden und die Sonne anfängt arg zu scheinen, dann tränen seine Augen öfter mal. Wenn ich ihm dann eine Maske anziehe, dann ist es meistens schon wieder damit ausgestanden. Ja, wir haben schon alles durch, ne? Alles. Ja. Ich bin ja ein bisschen verzweifelt. Kannst du dich jetzt auch einfach mal 2 Tage ausgeben? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir geben uns immer sehr viel Mühe und wirklich das mit Ruhe und Geduld. Und ich versuche dann immer schnell abzulenken auf ein anderes Thema. Ja. Ist nicht so, dass ich das nicht mitkriege. Ja. Ich kann meinen Hals dahinter zwischen. Ja, das ist perfekt. Das mit ihm. Wenn ich mit ihm Streit haben möchte, dann muss ich ihn wahrscheinlich nur auf den Anhänger führen oder longieren oder was ist eine gute Situation? Also wenn man mit ihm wirklich reell streiten will, dann ist es der Anhänger. Okay. Und dann haben wir Tage, da stehen wir da 3 Stunden und kriegen ihn gar nicht rauf. Also das ist also schwierig. Mir geht es letztendlich nur darum, dass ja dieses Durchgehen und dieses andere, ich habe es ein bisschen gehört, dass so dieses Vertrauen in Anführungsstrichelchen in schwierigen Situationen oder zu sagen, so, meine Frau will jetzt da und dahin, da gehe ich jetzt mal mit, dass das nicht immer gegeben ist. Ja, richtig. Ne? Er stand auch eine Weile mal im Offenstall. Das war gar nichts für ihn. Wir haben gedacht, vielleicht ist es ganz gut, weil er sich immer bewegen kann. Dem war aber nicht so. Also er war direkt Oberster. Chef von allen und musste dementsprechend immer kontrollieren, dass auch alles passt und hatte viel mehr Stress als vorher. Ja. Okay, dann bin ich gespannt. Ich auch. Den Film seht ihr ja dann. Ja. Es dauert meist ein bisschen, aber... Es macht nichts. Hi. Ja, ich hole mir den Luca zum Check raus. Ich habe ihn schon so ein bisschen kennenlernen dürfen, als ich ihn reingeholt habe. Da wollte er schon gleich losgehen. Ist mit mir ein bisschen angeeckt, weil er nicht so stehen bleiben wollte, wie ich es gerne hätte. Und auch wirklich rausgehen möchte und sehr unter Strom steht. Und das wird wirklich ein kleines Rätsel, weil ich empfinde den Luca als sehr aufgedunsen. Dabei ist die Fütterung fast ähnlich wie bei uns. Er bekommt Hafer, er bekommt Hypolyt, er bekommt 24 Stunden Heu. Der einzige Unterschied ist, dass er auf Stroh steht und dass es ganzer Hafer ist und kein Walzhafer oder Quetschhafer. Und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, dass viele Pferde wirklich Probleme haben mit ganzen Hafer. Ja. Es wurde bei ihm letztendlich laut Erzählung der Besitzer schon alles ausprobiert, was ich eigentlich heute, nachdem ich ihn kennengelernt habe, hier im Gespräch, wo meine erste Vermutung war. Meine erste Vermutung ist Magen gewesen, weil vieles darauf hindeutet. Dann war meine Vermutung Aufgasung. Ich gehe auch davon aus, dass das so ist. Auch Luca wird jährlich dem Zahnarzt vorgestellt und Luca hat, glaube ich, eine ganze Reihe von Tierarztbesuchen, Tierklinikbesuchen, Osteopathen, Zahnärzten hinter sich. Und irgendwie kommt immer was Neues dazu. Und er macht halt starke Probleme, nicht nur beim Reiten, dass er wirklich kopflos durchgeht, sondern es ist auch im Handling so. Und ja, die Besitzerin hat noch nicht mal den Anspruch, mit ihm zu reiten, sondern sie möchte einfach nur entspannt über den Hof gehen können. Und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob es was Körperliches dann ist, ob es Schmerzen sind. Deswegen ist er hier, um zu gucken, kriegen wir Eckdaten, die vielleicht dieses Verhalten ja so ein bisschen erklären. Oder ist es auch ein bisschen Dominanzverhalten, weil er wohl auch in der Herde sehr hochrangig sein soll, sodass er aus dem Offenstall rausgeholt werden musste. Das sind allerdings so Verhaltensweisen, die er hier jetzt gerade zeigt, die er auch da draußen zeigt, dass er schnickt an der Heuraufe, jetzt auch gerade ein so ein bisschen runterlegen des Ohres und so auf die Hinterhand schauen und fühlen. Ich bin gespannt. Also wenn er aufgedunsen ist, bin ich gespannt, wie er morgen oder übermorgen aussieht. Und dann muss man schauen,
was ist hier anders als zu Hause? Und du bist ein Fuchs. Ne? Ja, doch. Bist du. Komm her. Ich möchte ganz gerne gleich einen entspannten Feierabend haben. Und es wäre schön, wenn du mir dazu verhilfst. Also, lieb sein zu AT, denn ist AT auch lieb zu dir. Und es gibt viele, viele, viele Leckerlis. Tante Telgen, du weißt, was ich will, hatten wir eben schon. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, guck mal. So, also das zeigt mir schon mal, über die Nase möchte er nicht so gerne. Nein. Man muss ihn ziehen oder wenn man in die treibende Position geht, er läuft nur los, wenn er die Führung übernehmen darf. Das ist natürlich etwas, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne die Führung übernehmen. So, komm. So, ist schön. Klasse. Ja, 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 ja. Wir bleiben ja hier. Ja, ja, ja. Und halten. So, wir bleiben ja hier. Ja, ich glaube, die größte Herausforderung für den Luca ist es, entspannt stehen zu bleiben. Und da wollen wir mal erstmal schauen, wie wir das hinkriegen. Ja. Okay, so was ich hier jetzt schon merke, ist, dass es ganz, ganz fest ist. Die offenen Talgdrüsen kann man ganz schön sehen. Ich gucke einfach mal, ob sie druckempfindlich sind. Und so, was ich so als erstes mein Empfinden ist, dass er sehr, sehr dick ist hier unten in dem Bereich. Wenn ich mir so das andere angucke, wenn ich mir so den Hals angucke, wenn ich mir hier hinten das markante, schmale Becken angucke, dann ist dieser Bereich hier ziemlich gebläht. Ich sehe hier überall Schuppen, ganz viele Schuppen und meine Hand ist gleich mehlig. Das Fell fühlt sich sehr hart an, sehr borstig an. Es hat auch nicht wirklich Glanz. So, aber mein erster Eindruck ist gerade hier ganz toll. Steht hier am hängenden Strick. Ich will ja nicht den Tag vorm Abend loben. Aber das finde ich schon ganz, ganz toll. Gut, 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 gut. Sieht man ganz schön, wenn er den Kopf runternimmt, zumindest von hier. Hier ist es, merkt man auch, findet er nicht ganz so toll. Ja. Ganz große Klasse, wie du das machst. Ganz große Klasse. Ja, große Klasse machst du das. Ja, ganz große Klasse. Ja, lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Ja, auf ein Vorreiten bei dem Luca haben wir verzichtet, weil es halt einfach zu gefährlich ist, weil er kopflos wird. Auf einem Außenplatz lange nicht mehr geritten wurde, weil halt keine Begrenzung da ist. Ich vermute auch mal, dass vielleicht eine Allergie mit im Spiel ist. Ist alles gut. Machst du das jetzt, weil ich da ran will, hier an dein Genick? Ja? Da. Und man merkt auch, da geht er in eine richtige Starre rein. Da. Oh, habe ich mich selber erschrocken. Oh, dieses Schnicken, da ist dein Problem. Okay, okay, markiere ich mir auch mal. Darf ich da dran malen? Darf ich das machen? Guckst du an? Ist nichts. Tut auch nicht weh. Tut nicht weh. Kriegst auch ein. Oh, Hilfe. Ja, so dieser ganze Bereich hier. Und wenn ich da drauf lege, oder ein bisschen hier nur Druck drauf bringe. Fein. Passiert das. Ja. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, er versucht seiner Reiterin zu gefallen, er möchte mitarbeiten und man sieht, was das für eine Haltung ist, die er einnimmt. Und mal funktioniert es nicht.
dann wird er kopflos, dann kommt man mehr ins Ziehen, dann kriegt er noch mehr Stress hier oben drauf. Und das ist natürlich etwas, was sich hochschaukelt. Und das ist sehr schwierig. Und diese Kopfhaltung, dieses Starre, dieses Auge, dieses Schiefliegen zeigt auch wieder, dass vielleicht sogar das, die Sehkraft ein bisschen mit ins Spiel kommt. Es ist eine Schonhaltung, wo man einfach gucken muss, was es ist. Und auch er ist komplett durchgecheckt in der Klinik. Und jetzt ist die Frage, war das da noch nicht? Die Problematik ist aber ja schon lange da. Wurde das übersehen? Wir werden mal schauen. Gut, also zusammengefasst, schuppig, kein kräftiges Haarkleid. Es ist matt, es ist borstig, es ist glanzlos. Und er möchte mir wirklich hier diese Punkte zeigen und möchte mich hier aber auch eigentlich weghaben. Und ich schaue einfach mal, ob ich vorne reinkomme. Super! Oh, ein ganz großer, spitzer Hengstzahn. Komm mal her. Ganz groß und spitz. Hier oben. Oh, beide ganz, ganz groß und dick. Die sehen aber sehr, sehr scharf aus. So, komm mal her. Ich bin dran. Ah ja, hier, er macht Zungenschlagen. Dieses Kauen, eine ganz feste Unterlippe. Oh, das ist auch was, ne? Wenn man so beäugt wird. Ich stelle mir das ganz komisch vor. Ich stelle mir gerade vor, ich stehe irgendwo und dann macht man meine Lippen auf und sagt, oh, das sieht aber komisch aus. Und da haben sie aber einen Beckenschiefstand und auch hier ist es ein bisschen Beule und da ein bisschen Beule. Manche Beulen sind ja gut an Frauen zumindest, aber ja, komm. Ja. Komm mal her, das machst du ganz fein. Lass mich mal. Alles gut. Es ist so scharf. Es ist wirklich so scharf. Dann diese großen Hengstzähne. Dass es hier relativ schmal ist. Hier, wenn man von vorne guckt, sieht man, dass es hier geschwollen ist in diesem Bereich. Es geht also nicht normal weiter, sondern hier sitzt wirklich richtig Spannung drin. Im Masseter ist richtig Hartspann. Ich will mal gucken, ob er auch druckempfindlich ist. Ich will nicht hoffen, dass er mir gleich im Kopf an meinen Kopf haut. Ja, ich weiß, ich bin vorsichtig. Hier ist ein ordentlicher Knubbel drunter. Das, glaube ich, sagt auch schon wieder alles aus. Ich werde es nochmal machen, damit es kein Zufall war, dass nicht gerade eine Mücke da war oder sonst was. Bitte renn mich nicht über. Ich bin vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig. Bleib mal hier. Ja. So, da geht sogar das Auge zu. Das fängt richtig an zu zittern, wenn ich hier hochgehe. Da, so ist fein. Wir haben ja viele Pferde hier, die auch einen Zahnbefund haben. Die zeigen aber nicht so heftige Zeichen. Da gucke ich ja wirklich, wie weit können wir noch arbeiten. Die nehme ich auch mal an den Wegweiser. Aber wenn die Pferde so sind wie hier jetzt zum Beispiel, wie jetzt hier der Luca, dann wäre das Quälerei. Lass es. Lass es. So ist schön. So. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn wirklich Schmerzen da sind im Kopfbereich, im Zahnbereich, kennen wir das von uns Menschen auch. Da dreht man einfach durch. Deswegen glaube ich auch, dass wenn man ihn über den Hof führt und ein lautes Gerät kommt oder Sonne strahlt oder andere Pferde in Aufruhr kommen, dass das natürlich für ein kopfgeplagtes Pferd wirklich schlimm ist. So, das ist der Sattel. Der wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im März für ihn angepasst. Er soll darunter aber überhaupt nicht gut laufen und deswegen wird er mit einem anderen Sattel geritten. Hier. Ich reite nicht und ich lege ihn ganz, 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 ganz vorsichtig drauf, okay? Ganz vorsichtig. Ja, okay. Ganz vorsichtig. Ich mache es ganz vorsichtig. Ja, ganz, ganz. Oh. Schau mal.
Ganz vorsichtig. Oh, voilà. So, ist er fein. Schau mal. Ja, nichts. So, man sieht schon, er wird ganz unruhig. Ich mache nichts, Großer. Ich mache nichts. Ich fasse nur durch. Oh ja, ist an der Schulter ganz, ganz eng in der Ohrweite. Die Kammer, die ist gar nicht mal so verkehrt, aber die Ohrweite ist viel zu eng. Ja. Ich reite dich nicht. Ist alles gut. Bleib ganz entspannt stehen. Put. Ja, die Sattel-Odyssee oder wie nennt man das? Es ist wirklich ein trauriges Spiel. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man früher so viele Probleme hatte. Oder es war noch nicht so viel Wissen da. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist einfach nur traurig. Es ist wirklich traurig, weil ich sage mir immer, jeder muss seinen Job doch irgendwie gewissenhaft und gut machen. Jeder muss sich fortbilden. Jeder muss sich, sage ich mal, so mit dem Tier beschäftigen, auseinandersetzen. Wie sind die Gänge? Eigentlich muss man sogar selber reiten. Ein Sattelverkäufer oder ein Sattler, der nicht selber reitet, glaube ich, kann auch kein Sattel einem Pferd anpassen und einem Reiter anpassen, weil der gar nicht weiß, wie muss man seine Beine halten, wie muss man die Hände halten, wie muss das Becken schwingen, wie muss das Becken im Seitengang schwingen, all sowas. Oh, hier ist ordentlich prall. So, der sieht mega monstermäßig groß aus. Brustwirbelkörper 18 ist ungefähr auf dieser Position. Jetzt gucke ich mal, ob man sieht, wo der Grip. Hier sind die Sitzbeinhöcker ungefähr. Es könnte sogar, obwohl der so groß aussieht, fast noch gehen, für Dressurarbeit sicherlich nicht, da würde ich den Schwerpunkt weiter vorne wählen, aber geh mal zurück. Ich glaube, für geradeaus Gelände wäre das durchaus machbar. Mehr, einmal andere Seite schauen und dann nehmen wir ihn runter, okay? Ja. Ja, das finde ich jetzt mal merkwürdig. Moment. Alles gut. Alles, ja. Was ist? So, auf dieser Seite hier liegt der Sattel, wenn ich ihn da liegen habe, eigentlich relativ gut, also eher fast auf der Schulter. So, und auf dieser Seite liegt der Sattel irgendwie viel weiter hinten. Und hier, und hier ist auch ordentlich Druck. Genau in dem Schwellungsbereich. Fein, okay. Machen wir runter. Bleib stehen. Brut. So, komm her, machen wir weg. Was auch immer, dann kreisen hier die Wildenten. Irgendwie werden wir 10.000 Mal unterbrochen, aber Luca macht das richtig, richtig gut. Tschüss! Der steht hier einfach. Es ist nichts mit Vorbeischießen, es ist nichts mit mich wegdrängeln oder sonstiges. Ich denke, morgen werde ich mit ihm mal rausgehen, gucken, was passiert. Hast du gut gemacht? Ja, richtig, richtig gut. Ich lasse euch am besten noch drinne und nachher, wenn die Sonne untergegangen ist, kommt ihr raus. Was hältst du davon? Gut, na komm. Na, hast du Lust? Nee? Oder doch? Spätestens, wenn das Geräusch kommt vom Aufmachen, wahrscheinlich nicht, ne? Nö, ne? Ja, ist alles gut. Ja, mein Training mit Luca geht los. Wir haben ja gestern so einige Baustellen schon herausgefunden, wo ich sage, Mensch, da würde ich so jetzt keinen Sattel drauflegen, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt ein Gebiss reinlegen. Ja, die Probleme, dass er wirklich nicht entspannt über den Hof gehen kann, also zu Hause, dass er auch ja teilweise
gar nicht oder sehr, sehr schlecht auf den Anhänger geht, immer tagesformabhängig. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich machen soll. Ob ich mit ihm lieber mal über den Hof gehe, ob ich mit ihm mal die Cross-Trail-Runde gehe oder ob ich wirklich dann das Verladen angehe, weil das haben wir morgen. Und ja, ich bin bei beiden ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich auch am Halfter, wenn er sich zum Beispiel wehrt in Form von, so wie er es macht, kopflos durchgehen, sich losreißen, Halfter kaputt machen, unter dem Reiter kopflos werden und durchgehen, dann kriege ich natürlich trotzdem die schmerzhaften Punkte. Ich habe nicht vor, an ihm rumzuziehen. Ich hoffe, das Gleiche hat er nicht mit mir vor. Ja, und da ja morgen Abholtag ist, habe ich mich jetzt letztendlich während des Redens dazu entschieden, dass wir vielleicht das Verladen doch eher machen. Weil das ist eine Problematik, die erwartet uns morgen ja auf jeden Fall. Und dann ist es ja schön, wenn er den Anhänger und den Einstieg mit was Positivem verbindet. Ich kriege gleich mit, wie er sich vielleicht verhält, wenn es problematisch wird, wenn er hektisch wird, durchbrennt, eventuell Halfter zerreißt oder wie auch immer. Und ich kann mir das so gar nicht vorstellen, auch gestern nach dem Check nicht. Gucken, was das Geräusch hier mit sich bringt. Das war ja gestern noch ganz schlimm. Ja, na Sisa? Hallo Luca, na, magst du mit mir mitkommen? Ja? Hm? Ja, die erste Herausforderung wird ja, glaube ich, von hier bis zum Stall zu kommen. Wir gehen mit Absicht hier lang. Ist eine Strecke, die er von gestern ja auch noch nicht kennt. Und dann natürlich auch am Putzplatz vorne stehen bleiben, wird wahrscheinlich die nächste Herausforderung. Bitteschön. So. Ja, und ich möchte ganz gerne, dass er definitiv hinter mir bleibt. Egal was ist, hinter mir bleiben. Sonst gibt es einen vorne auf die Nase. Und es ist eine riesen Herausforderung jetzt, weil der Samu da hinten natürlich Theater machen wird. Fein! Klasse! Super! Komm her! Hm? Komm her! So! Halt! So, halt, so, klasse, komm mal her, hier, komm mal her, hier, hoppala, so, bitteschön, ja, klasse, eigentlich wie im echten Leben. So, komm her, jetzt kommt ein Auto von hinten, sehr schön. Halt. Hat er mir zu spät reagiert, ist mit der Nase an mir vorbei, möchte ich nicht. Fein. Super. So, wir sind schon mal sicher von A nach B gekommen. Jetzt ist die größte Herausforderung, glaube ich, hier in Ruhe stehen zu bleiben, sich die Decke abzunehmen, abnehmen zu lassen, ne? Ohne irgendein Gehampel und man sieht immer zwischendurch das Schnicken. Beim Decke abnehmen macht Luca aber jetzt schon mal ganz brav mit. Mal schauen, ob das so bleibt. So, schön, klasse. Prima, super. Die auch empfindlich auf Fliegen sind. Er wird jetzt deutlich unruhiger ohne Decke, wie man sieht. Und ich werde ihn einfach versuchen, ein bisschen einzusprühen, dass wir ihn da einfach diese Sorge nehmen. Und ansonsten muss ich die Decke wieder drauf machen. Wenn man draußen ist, man kann es nur noch in der Halle reiten, weil draußen geht gar nichts. Und letztendlich sind es aber vielleicht einfach nur die Fliegen. Guck mal, das haben wir gestern. Ah, lala. Das, ah, lala. Ah, toll. Ach, klasse. Super, Luca. Fein. Ja, ein bisschen allergisch reagieren, dass vielleicht der Magen mit im Spiel ist, dass ein hoher Muskeltonus sonst da ist, dass halt einfach dieses Sprühen, das auf die Haut kommt, ist für die schon unangenehm. Das ist häufig gar nicht das Geräusch, sondern wirklich dieses Regentropfenartige oder Insektenartige, was da einfach klein und punktuell auf die Haut kommt. Ja, also bis jetzt ganz umgänglich.
kann ich nicht anders sagen. Ich habe die Gamaschen angebaut. Es sind gerade Trecker mit großen Gerätschaften vorbeigefahren. Handwerker sind hier. Er ist durchaus interessiert am Allen, aber bis jetzt hat er noch nicht massiv nachgefragt. Das, was er macht, ist, er schnabbelt sehr viel, fordert Leckerlis ein. Ich glaube aber gar nicht, dass er das böse macht, weil er das unbedingt haben will. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ihm Kauen gut tut und auch Nahrung gut tut. Und das habe ich häufig bei Pferden, die so eine Art Sodbrennen haben. Die müssen einfach fressen und fressen und fressen. So, komm. Jawohl, klasse. Na, wir wollen mal gucken, ne, was wir beide hier machen. Ah, sehr gut, klasse. Ah ja, gucke mal. Oh, da haben wir gleich ein Schreckgespenst. Oh, ja. Hey. So, ich guck, wir warten einfach mal, ne? Ja. Ja, wollen wir mal hingehen? Komm her. Da ist auch Gras, da kannst du ahnen. Ah, das ist noch was Nächstes. Er darf angeblich kein Gras fressen, weil er sonst sofort Kolik kriegt. Und das schon nach 5 Minuten Weidegang. Guck mal. Ja. Guck mal hier. Ja, für so ein Leckerli, ne? Da kann man doch wohl hier bleiben, oder? Ja. Gut so, ja, alles gut. So, wir warten einfach mal. Oh, so. So, und ich bin einfach jetzt mal ganz entspannt. Ich atme durch. Ich halte mir ihn hier nur von der Pelle, ne? Ja, toll, guck mal. Ja, schau mal. Nein. Ja. Oh, fein, klasse. Alles gut. So schön, klasse. Prima, machst du das. Toll, klasse. Alles gut. Komm mal her. Schau mal. Ja, gucke mal. Soll ich dir mal sagen, was wir machen? Gucke mal. Nee, komm mal her. Hier, schau mir. Komm her. Na, siehst du wohl. Komm mal. Ja, guck mal. Ja, schau. Toll, klasse machst du das. Siehst du wohl, klasse. Gut so. Da Arianes Bauchgefühl nicht davon überzeugt ist, dass seine Koliken allgemein am Weidegras gelegen haben, darf Luca jetzt einfach mal das Eichenecker Gras abpflücken. Wenn er in 6 Minuten nicht umfällt, steigen Lukas Chancen, vielleicht bald doch wieder mit seinen Artgenossen auf die Weide zu dürfen. Ein nicht unerheblicher Faktor für die Zufriedenheit der im Allgemeinen gutmütigen Vierbeinern. Wenn überhaupt, haben seine Koliken wahrscheinlich an bestimmten Eigenschaften der damaligen Weide gelegen, auf die er entsprechend heftig reagiert hat. Oder? Hier bei mir bleiben. Guck, da unten liegt der Joey. Klasse gemacht. Prima, weiter geht's. Halt, ah, hier sehe ich ein kleines Zettelchen von Vicky. Einmal Wäsche legen, wenn sie es verliert. Das hat sie zwischen ihren Knien. Und wenn sie es verliert, heißt es, sie ist mit offenem Knie geritten und muss einmal Wäsche legen. Behält sie's, kriegt sie 5 Euro. So, gucke mal, probieren wir noch mal, ne? Müsstest du ja jetzt schon wissen, kannst auch gerne gleich ein Gras voll Maul nehmen. Gras voll Maul, Maul vor Gras. So, fein. So, sehr schön. Umgefallen ist er definitiv nicht. Also kann er jetzt ja auch mal eine Runde über den Crosstrail laufen. Ob er das mit oder ohne Ariane macht, wird sich gleich zeigen. Vielleicht hast du ja auch schon mitgekriegt, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man irgendwas sieht. Ah, er sieht schon wieder irgendwas, wahrscheinlich das Boot. Na, was ist? Umdrehen, so schlimm oder erstmal durchatmen? Horst und Helga kreuzen mit ihrem Nachwuchs den Weg. Da sollte man tatsächlich einmal warten.
wenn man keinen Ärger haben möchte. Zu Hause soll sich Luca noch nicht einmal über den Hof führen lassen. Da Ariane nur Wege finden kann, mit den jeweiligen Problemen besser umzugehen, wenn die vorstelligen Pferde diese auch zeigen, muss sie wohl einen anderen Weg wählen, um Luca aus der Reserve zu locken. Mit Führen klappt das jetzt hier jedenfalls nicht. Ich glaube, wenn man wirklich so einige Punkte, man muss gar nicht alles trainieren. Ich glaube, man muss sich einfach das Schwierigste rausnehmen, weil die Situationen sind ja immer gleich. Da sind unsere Kampfhähne wieder. Fein. Halt. Schneller reagieren. Guck mal. Ja, komm her. Prima gemacht. Ach, und der Joey liegt da ganz entspannt in der Sonne. Hm? Du bist auch ganz entspannt, ne? Ja, guck mal, fährt von der anderen Seite. Super. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir müssen wirklich Futterschalen verteilen, wie wir es bei Peppi gemacht haben. Aber so dramatisch war das jetzt gar nicht. Ne? Hast du gut gemacht. So, komm her. Wir müssen noch ein paar Leckerlis holen für den Anhänger. Ich glaube einfach, wenn man sich eine Sache aussucht, wie da hinten das Holz fährt, da bin ich ja nun mehr oder weniger in die Situation gekommen. Da hat er getrippelt, da wollte er nicht hin. Ich habe ihm jetzt einfach mal die Chance gegeben, es langsam zu machen. Jetzt der Weg um den Crosstrail umzu, da sind wirklich einige Schrecksachen. Es liegt das Ruderboot da, es sind die Siloballen da, wo viele Pferde vor Angst haben. Die Gänse kreuzen den Weg und schwimmen. Die Wildenten fliegen los, ein Reh hopste über den Weg in den Wald und das war letztendlich in Ordnung. Es war jetzt nichts Schlimmes. Ja, hast du vor, da einfach so drauf zu gehen oder? Oh, warte, vorne ist die Stange weg. Bisher hat Luca noch nichts von dem gezeigt, was die schwerwiegenden Probleme ausmachen sollen. Also probiert Ariane jetzt erstmal das Verladen aus. Ein Problem, das ja spätestens am Abholtag sowieso zum Vorschein gekommen wäre. Warum also nicht gleich in Angriff nehmen? Komm mal auf die Seite. Ja, 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 ja. Komm hier, komm. Husch, husch. Klasse, machst du das. Prima, super. Ja, ich komm mit. Ja, komm. Na, komm. Und vor. Na, komm. Komm hier, komm. Hm? Na, komm. Ausruhen brauchen wir uns auf der Klappe nicht. Hopp, 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 hopp. Ja, ich kann auch nerven, ich kann auch beharrlich sein. Hm. Seite, Seite, Seite. Jawohl, klasse. Komm, fahr. Ja, hm. Ja, ja, komm her. So schön, so schön. Das ist auch etwas, was die Besitzerin gesagt hat, dass er dann halt vorne hochgeht, sich im Steigen umdreht und dann abhaut. Super. Bei diesem sogenannten Verladetraining geht es Ariane nicht primär darum, dass Luca gut und schnell in den Anhänger geht, was natürlich ein netter Nebeneffekt wäre, sondern mehr darum, dass Luca tatsächlich einmal zeigt, wie er sich aus der Affäre zieht, wenn er etwas nicht tun will, was ein Mensch von ihm möchte. Pferde würden sich gegenüber dem Leittier niemals selbstständig machen und die Führung übernehmen. Machen sie das gegenüber ihren Menschen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihn nicht als Leittier anerkennen. Das bedeutet aber auch, dass sich die Pferde bei ihren Menschen nicht sicher fühlen und in unbehaglichen Situationen dann lieber die Flucht ergreifen, als ihnen zu folgen. Es geht hier also nicht darum, den Willen des Pferdes zu brechen, sondern seine Anerkennung als Leittier zu bekommen, um ihm damit die nötige Sicherheit zu geben, seinem menschlichen Anführer auch in beängstigenden Situationen folgen zu können. Nee. Nein. So, komm her. Nochmal. Ah.
Super. Toll. Ja, prima machst du das. Ja, aber hierfür gibt's noch nichts. Du warst eben schon weiter drin, ne? Und wie dieser Fall weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team.